Anne, ich werde nicht aufhören, bis du zu mir zurückkommst. Hau ab! Oh, das wirst du bereuen! Sie haben sie gestalkt, nachgestellt. Das ist strafbar. Sie möchte mich wieder zurückhaben. Mhm. Aber das geht nicht. Wir werden das auf jeden Fall der Polizei melden. Ja? Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Die Welt ist ungerecht. Vor allem für die einfachen Menschen, die sich nicht wehren können gegen die Großen. Ingo Lenzen und sein Mitarbeiter John Davis leisten auch heute juristische Soforthilfe für Menschen in Not. Auf dem Rückweg vom Gericht erwischt Teamassistentin Sarah Grüner die beiden in Berlin-Kreuzberg. Auf der Hotline ist ein dringender Hilferuf eingegangen. Warte mal, Sarah. Sarah, was können wir für dich tun? Ingo, pass auf, ich habe einen ganz dringenden Fall für dich. Ich habe gerade den Anruf von der 29-jährigen Vera Hansen bekommen. Die wird von ihrem Ex gestalkt. Es ging so weit, dass er sogar heimlich in ihrer Wohnung war. Und überall, wo sie ist, ist er auch. Ne? Das Problem ist nur, sie kann ihm halt nichts nachweisen. Aber sie lebt total in Angst und Panik, weil sie würde ihm eigentlich alles zutrauen. Und die Sache ging jetzt sogar noch weiter. Und zwar hatte er ihr gestern aufgelauert. Und daraufhin war sie halt so in Panik und hat ihn dann sogar verletzt. Und daraufhin hat er sie jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Ja, ich schätze, war irgendwie aus Notwehr. Also, aber es wäre echt wichtig, wenn okay. ihr jetzt direkt hinfahren du, könntet. Wir beeilen und schickst uns bitte die Adresse? Ja, klar. Mach ich sofort. Dankeschön. Super. Bis später. Ciao. Danke. Bis dann. Tschüss. Wow. Hey, es ist ein Straftatbestand, der total unterschätzt ist. Aber es ist immer noch so, dass du oftmals Schwierigkeiten hast, den Tätern ihre Tat nachzuweisen. Was hat das für Konsequenzen für so jemanden denn? Also früher war es so, dass die Leute wirklich nachweisen mussten, dass die umziehen. Also umgezogen sind. Erst dann war der Paragraph erfüllt. Also war die Strafbarkeit da. Also ich als das ja. Opfer musste ja. umziehen. Ja. Und wenn ich mir keinen Umzug leisten kann, hast Pech bin gehabt. Ich derjenige, der einfach gestalkt oder nach dem ja, nachgestellt genau, genau. wird. Okay. Und das ist natürlich heftig gewesen, ja, ne, für so ein Opfer, ne, dass die das nachweisen mussten. Kannst du mal sehen, wie sich Recht entwickelt. Ne? Manchmal ist das wirklich so, dass es zum Positiven ist. Aber da kann man dann auch sehen, dass nicht alles Recht ist, was Recht ist. Hast du Recht. Bin ich komplett bei dir. Auch wenn das Recht durch die geänderte Strafvorschrift inzwischen auf Seiten der Opfer ist, muss Ingo Lenzen das Stalking beweisen und die Anzeige gegen Vera Hansen wegen schwerer Körperverletzung abwenden. Die Lage ist akut. Frau Hansen? Ja. Lenzen, mein ja. Name. Sie haben an unsere Hotline angerufen. Schön, dass Sie da Danke. Sind. Hi. Hallo. John Davis. Hallo. Ja, ich, wollen Sie vielleicht einen Kaffee haben? Nein, machen Sie sich keine Mühe. Alles gut. Vielen Dank. Dankeschön. Soll ich dann gleich erzählen? Bitte, bitte, bitte. Ja, also mein Ex Pascal, der stalkt mich. Ich habe vor einem halben Jahr mit ihm Schluss gemacht, aber der will einfach nicht wahrhaben, dass es vorbei ist. Und hat mich jetzt aber wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Das habe ich am Telefon gehört, ja. Dabei, das muss ich Ihnen jetzt mal kurz zeigen. Dabei habe ich letztens Blumen gegossen. Mhm. Und da stand er dann auf einmal auf der anderen Straßenseite. Ich bin rein, ich habe die Gardinen zugezogen. Ich habe noch ein Foto sogar gemacht. Okay, und hat er irgendwas gemacht? Er hat einfach nur reingeguckt. Mhm. Und dann habe ich ganz schnell das zugezogen und meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, Pascal ist wieder da. Dann, nachdem er da stand, kam ich ein anderes Mal nach Hause. Und dann habe ich meine Sachen aufs Bett legen wollen. Und auf einmal lagen da Rosen auf meinem Bett. Das heißt, es muss jemand in ihrer Wohnung gewesen sein? Ja. Aha. Und dann habe ich halt meine Sachen genommen und bin einfach ganz schnell weggerannt. Also ich kann Ihnen nicht mehr sagen, ob er noch zu dem Zeitpunkt in der Wohnung war. Weggerannt heißt, Sie sind aus der Wohnung raus? Aus der Wohnung gerannt, hatte Aha. nur meine Schlüssel mitgenommen zu meinen Eltern. Ich habe auch schon zweimal die Schlösser ausgetauscht, aber ich weiß auch nicht, wie er hier reingekommen ist. Mhm. Und dadurch, dass ich halt weiß, dass er noch mit mir zusammen sein will und ich öfter ihn schon getroffen habe, was richtig krass war, und es war im Parkhaus. Da kam ich vom Shopping, habe meine Sachen verstauen wollen und auf einmal stand Pascal hinter mir. Es war aber sonst kein Mensch da. Mhm. Pascal?
wäre? Was machst du hier? Ich gehe ganz normal einkaufen, so wie ihr andere auch. Willst du mich verarschen? Ich hab doch gesagt, du sollst mich nicht immer verfolgen, ey. Manche nennen es Zufall, andere Schicksal, Vera. Was daran Zufall sein soll? Pass mich nicht an! Ich weiß, du willst mich doch auch nicht. Ich werde nicht aufhören, bis du zurückkommst, Vera. Da bin ich total hektisch geworden. Dann habe ich nach versucht, mich zu wehren, ihn wegzuschubsen. Aber der hat mich so bedrängt, wissen Sie? Ja. Und dann habe ich irgendwas genommen. Mann, hau ab! Und habe ihn dann mit der Nagelfeile in den Arm gestochen, weil er mich nicht in Ruhe gelassen hat. Das wirst du bereuen! Bin weggerannt und dann hat Pascal gesagt, das hat noch ein Nachspiel. Und deshalb haben Sie dann die Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung bekommen? Ganz genau. Okay, jetzt haben Sie vorhin gesagt, der hätte draußen gestanden. Ja. Einmal vorm Haus. Sie haben uns einiges geschildert, was der so getan hat. Haben Sie ein Foto von dem, damit wir irgendwie eine Vorstellung haben, wie der aussieht? Hier ist Pascal. Mhm. Den habe ich noch fotografiert, bevor ich meine Mutter angerufen habe. Mhm. Okay. Gibt es noch ein deutlicheres Bild? Ja, ich kann Ihnen ja mal Pascal zeigen. Ich denke, dass Sie ihn dann vielleicht sogar wieder erkennen. Oh ja, das war was ganz anderes. Okay, klar, da sehen wir ihn klar und deutlich. Ja. Ne? Also, ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir jetzt mal aktiv werden. Wir müssen schauen, dass wir Ihnen Sicherheit geben für Ihr Leben. So, das bedeutet für mich, wir werden hier, wenn Sie damit einverstanden sind, eine Überwachungskamera installieren. Wenn Ihnen das dann irgendwann mal komisch erscheint, weil Sie auch Ihre Privatsphäre haben wollen, dann schalten Sie das Ding einfach aus. Okay. Ja? So. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir die Überwachungskamera von dieser Tiefgarage bekommen. Und dann bitte ich Sie um eins. Wenn Sie von der Polizei noch mal befragt werden, als Sie Beschuldigte sind, ne, oder ne, wegen dieses Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung, machen Sie keine Angaben, machen Sie die über mich. Okay. Ja, Sie müssen selber nichts bei der Polizei sagen. Und okay. Darum bitte ich Sie auch. Die Einlassung erfolgt über mich. Ich schreibe, wie wir dazu stehen, zu diesem Tatvorwurf. Alles klar. Und dann müssen wir die Polizei natürlich sensibilisieren, was dieses Stalking anbelangt. Ne? Da Sie ja wissen, wer Sie stalkt, das ist ja auch ganz gut, das ist auch nicht selbstverständlich, haben Sie ja auch die Adresse. Und die hätte ich ganz gern bei dem, werden wir uns mal vorknüpfen. Okay, schicke ich Ihnen. Um den aktuellen Stand der Ermittlungen zu erfragen, setzt sich der Rechtsanwalt umgehend mit der Polizei in Verbindung. Das sind ja keine guten Nachrichten, Herr Oberkommissar. Ja, ich verspreche Ihnen, wir kümmern uns auch drum. Danke. Ja, bis später. Ciao. Und, was hat der Herr Oberkommissar gesagt? Dass er frustriert ist, weil er keine Beweise hat. Das Problem ist ganz einfach, die haben eine Gefährdeansprache gemacht, aber der hält sich nicht daran, unser Pascal Gruber. Der ignoriert es einfach. So, und jetzt hat die Polizei wirklich ein Beweisproblem. Wir haben doch Beweise. Welche? Sie hat uns doch die Fotos vorhin gezeigt. Ja gut, aber du darfst dich verkennen. Die Fotos sind ja für den öffentlichen Raum. Und da darf sich ja wohl jeder aufhalten. Das ist das Problem, was wir haben. Wir bräuchten eigentlich jetzt Fotos, die Pascal Gruber in der Wohnung von Vera Hansen zeigen. Das wäre das Allerbeste, auch wenn es gruselig ist. So ein Aber das wäre es. Dann hätte man einen objektivierbaren Beweis, dass der ihren persönlichen Bereich betritt. Mhm. Ja, und die Info könnte man an die Staatsanwaltschaft auch weiterleiten. Die müssten aktiv werden. Und wir könnten es zivilrechtlich sogar nutzen für ein Kontakt- und Näherungsverbot. Ey, diese Frau, hast du gesehen, wie die gezittert hat? Die konnte ihren Kaffee nicht mal richtig trinken. Und deswegen so einer Wurst. Oh Mann, der ist doch krank. Du, deshalb haben wir zwei Aufgaben. Die eine ist, wir müssen ihr maximalen Schutz zuteil werden lassen. Ja. Und die zweite ist, dass wir Pascal Grubers Tun beenden. Und zwar schnell. Auf direktem Weg suchen Ingo Lenzen und John Davis den mutmaßlichen Stalker auf, um ihn mit der Nachstellung zu konfrontieren. Doch der 32-jährige Immobilienmakler präsentiert dem Anwalt eine gänzlich andere Version der Wahrheit. Oh je. Hi. Warte, ich ruf dich zurück. Guten Tag, sind Sie Herr Gruber? Was ist Herr Gruber? Mein Name ist Lenzen. Ich bin Rechtsanwalt. Ich vertrete Vera Hansen. Interessant, dass sie sich jetzt einen Rechtsanwalt nimmt. Ein Therapeut wäre ja wohl besser nach der Messerattacke, oder? Nach der Attacke? Mhm. Sie waren noch dabei, Sie wissen doch, was passiert ist. Ich war dabei, ja. Die ist wie eine Furie auf mich losgegangen. Ich habe mich nur verteidigt, aber sie hat zugestochen. Und ich denke mal, Sie als Rechtsanwalt wissen ganz genau, dass gefährliche Körperverletzung nicht gerade ein kleines Delikt ist, oder? Die Geschichte wollen Sie mir erzählen? Das war Notwehr. Sie sind ein Stalker. Sie haben sie gestalkt, nachgestellt. Das ist strafbar, das wissen Sie doch.
Ich bin ganz sicher kein Stalker. Ich bin Immobilienmakler und habe einen Ruf zu verlieren. Ich kann jede Frau haben. Also ganz sicher nicht, dass ich Vera nachstelle. Also seien Sie mir nicht böse. Sie können jede Frau haben. Warum denn nicht? Als Immobilienmakler? Natürlich. Ich will Ihnen eins sagen. Wir sind jetzt da. Und wir passen auf Sie auf. Und wenn Sie da noch mal auftauchen, dann werden wir Sie sehen. Wir werden Sie erwischen. Hm? Und dann werden wir alles der Polizei übergeben, was wir dann haben. Haben wir uns da verstanden? Ich denke ja. Aber wissen Sie, Vera sucht nach Aufmerksamkeit. Mhm. Ja. Sie möchte mich wieder zurückhaben. Mhm. Aber das geht nicht. Deswegen stellt sie mir nach. Ich möchte Vera genauso helfen wie Sie. Ah ja. Aber ich glaube, Stalking ist der falsche Weg. Und ich bin nicht der Richtige, den Sie da suchen. Aha. Na gut. Dann viel Erfolg noch mit Ihrem Geschäft. Ich lasse meine Karte da, falls Sie eine schicke Immobilie suchen. Na, so erreichen wir Sie auch telefonisch besser, hm? Gut so. Wir haben den Falschen. Schön wär's für Sie. So. Falls du meine Hütte brauchst.